findet gerade noch jemand ein Schlupfloch. Herr Lennox, ab ins Gehege. Aber einer scheint jetzt mit den Vorderpfoten im Wasser oder ganz drin. Ich habe es nicht gesehen, aber hier sind nasse Tapsen. Vielleicht hat es die Kamera gesehen. Das Regal ist unwahrscheinlich interessant. Es steht zwar schon da, länger als die Welpen auf der Welt sind, aber heute entdecken sie es. Ein spannendes Ding. Na, du tanzt Pirouetten? Nachdem inzwischen drei unserer Mädels Luna heißen, verwende ich weiterhin die Originalnamen, damit man es besser unterscheiden kann. Und diese Luna da hinten, die Leonie Luna, die es geschafft hat, hinter die Absperrung zu kommen, die möchte jetzt gerade ihre Beute dahinter in Sicherheit bringen. Aber ich habe das Schlupfloch geschlossen. Auch so ein natürlicher Trieb, wenn ein Hund Beute hat, die dann irgendwohin in Sicherheit zu bringen. Kommt vom Wolfsrudel, wenn die ihre Beute hatten und jeder hat sich ein Stück rausgerissen, dann ist der da damit verschwunden, damit es ihm keiner mehr abjagen kann. Und auch wenn viele der Meinung sind, der heutige Hund hat nichts mehr oder nicht mehr viel mit dem Wolf zu tun. Wenn man genau hinschaut, bemerkt man sehr, sehr viele Verhaltensweisen, die vom Wolf herkommen.
Susi liegt am Rücken. Das ist eine sehr ungewohnte Pose für sie, aber das tut ihr sehr gut, wenn die Kleinen ihr auch mal die Meinung sagen. Na, geh nur ins Wasser rein. Nachher gibt's sowieso eine Schwimmstunde. Ja, wir wissen's, du bist die Größte hier im Zwergenparadies. Die müssen überall reinkriechen. Die Luna liebäugelt absolut damit, da reinzugehen. Die Laika ärgert sie am liebsten. Lennox, wir wissen es. Der möchte wieder hier raus und ich hab's aber zugemacht. Und da können sie ihre Meinung sagen. Laut und deutlich. Ich glaube, du brauchst eine kleine Abkühlung. Geht ihr da raus? Aber raus! Toni! Mein Freund! Na, war das gut? Ha 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 ha!
den Tönen nach ist da einer dazwischen dahinter gekrabbelt und weiß nicht mehr, wie er vorkommt. Du bist hinter, du kannst da wieder von alleine vor. Wer ist es denn? Eika, so wie es aussieht. Aha, da ist sie wieder. Ja, jetzt beruhig dich doch wieder. Ihn rausgeschüttelt. Gerattert. Wie auch immer. Unsere Babys sind es halt gewohnt, den ganzen Tag im ganzen Zimmer rumzuspringen. Da sehen die das gar nicht ein, wenn hier mal ein Brett steht, sodass sie eingeschränkt sind. Und dann wird gemotzt und gemeutert. Aber das halte ich schon aus. So, das war dieses. Ich habe den Eindruck, unsere Babys langweilen sich. Dann wird's Zeit für die Schwimmstunde. Bis gleich.